Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Nachdem wir nun die Wutai-Misere hinter uns haben, können wir in dieses Häuschen gehen. Denn da ist dieser Typ und dieser Typ hat etwas Gutes. Wie, ein weiterer Kunde. Du hast den abgelegenen Ort ausgesucht. Ach, falls du den Schlüsselstein suchst, dafür bist du zu spät dran. Den habe ich nicht. Schlüsselstein? Was? Du bist nicht deswegen hier? Der Schlüsselstein ist der Tempel zum Tor irgendeines alten Tempels. Du wirst es nicht glauben. Aber ich habe gehört, dass deine Tempel des alten Volkes. Dann, dann, dann! Der Tempel des alten Volkes. Nimm das nicht so ernst. Das ist nur eine Legende. So, wenn wir nochmal mit ihm reden. Lass uns von was anderem sprechen. Die Waffen, die du hier siehst, habe ich selbst gemacht. Aber in letzter Zeit konnte ich keine Materialien mehr bekommen. Du hast nicht zufällig etwas Mithri dabei, oder? Ich tausche dir ein, wenn du was übrig hast. Gib ihm was. Hey, danke. Okay, du kannst dir entweder eine große oder eine kleine Schachtel nehmen. Keine Ahnung, ich glaube, das da ist die große Schachtel. Das hier ist die kleine Schachtel und wenn wir sie öffnen, bekommen wir die große Leere. Und die große Leere ist das ultimative Limit, mehr oder minder, für Aeris. Ich werde es jetzt einmal vorführen. Aber erstmal den Lebenspuls, dafür habe ich ein kleines bisschen vorbereitet. Denn im nächsten Kampf sollte sie sofort über ihr Limit verfügen, dementsprechend kann ich das direkt zeigen. Ja. Das muss man auch erstmal hinbekommen. So, sie hat noch den Lebenspuls, im Prinzip meine ich, müsste es eine starke Heilung sein, mehr ist es eigentlich gar nicht. Alakazam! Einmal eine Runde beten. Vollständige Heilung. Sehr schön. Nicht wirklich richtig für mich. Aber es ist da. Das ist so der springende Punkt, sag ich mal. Der Knackpunkt. Jawohl, und nun gehen wir ins Menü. Sobald ich hier Zugriff habe auf mein Menü, danke. Und selektieren. Nein. Wählen die große Leere aus. Na, machen wir es dann. Na, weiter. Boah, Dragonair-Lanze, Beruhigungsmittel, da ist es doch. Wieso ist das hier alles? Achso, da hatte ich wahrscheinlich keine Lücke. Ist mir egal, ja, das ist aber gut. Ist mir egal, hat nichts mit mir zu tun. Das sollte okay sein. So. Und dann gehen wir natürlich auf die Konfiguration. Dann können wir prüfen. Ebene 4, große Leere stellt Verbündete wieder her, macht sie einmal unbesiegbar. Ist also im Prinzip eine Zusammenfassung von den Ebenen 3 Techniken. Und das ist dann ihr ultimatives Limit. Charakter, bei dem man das am schnellsten und am frühesten holen kann, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich werde jetzt den Cut machen. Und werde sie nochmal dazu bringen, ihr Limit frei zu haben, um es dann zu verwenden, damit wir es im nächsten kleinen Abschnitt uns ansehen können. Bis gleich. Ich habe auch keine Ahnung, wo man genau den Hinweis kriegt, dass man da wieder hingehen soll. Ist mir auch ziemlich wurscht. Ja. Ich weiß es halt. Was soll ich dazu sagen? Ich bin gut. Nein. Irgendwie kriegt man wohl den Hinweis. Ich weiß nur, dass man da eben den Schlüssel finden soll. Und das ist alles. Aber Schlüssel sind gut. Captain, wir sind gelandet in Legozosa. Geh mich auf den Sack, Frau. Wenn du da rumstehst und mir Tickets andrehen willst, die ich nicht brauche. So, für den Stein gehen wir in die Battle Square Zone. Ach, ich bemühe mich zu sehr. Gott, wie lange habe ich hier offscreen rumgefummelt in dieser bescheuerten Arena? Und das jetzt schon. Aber das ist hinterher ist wichtig. Und dann gehen wir hier rein, in den Raum von Dio. Also den Showraum. Und da liegt das Ding, was wir haben wollen. Das ist der Schlüsselstein.
The Keyblade, nee, Keystone, ne? Keystone, der Keystone. Hallihallo, hab dich lange nicht gesehen, junger Mann. Hm? Das gefällt dir, was? Meine Muckis. Kannst du mir das ausleihen? Deine Muckis? Tut mir leid, aber das wird nicht verliehen. Nee, 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 nee. Aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich es dir zu einer Bedingung geben. Eine Bedingung? Unterhalb dich. Was soll ich denn tun? Uah! So viele schlimme Ideen. So viele schlimme Ideen. Oh, Junge. Das ist doch gar nicht so schwierig. Das ist die Kampfarena. Zeig mir, was du kannst. Nur du allein, junger Mann. Ich warte einen guten Kampf. Ja. Und dann werden wir instant verfrachtet in die Battle Arena. Gott, manchmal übertrumpfe ich mich doch beinahe selber. Manchmal würde man mich aber auch für einen wahnsinnigen Durchgedrehten halten, der mit sich alleine redet. Also von daher. Ja, es ist ein gezwungener Kampf hier in der Arena. Es ist unwichtig, ob man gewinnt oder verliert. Im Prinzip kann man so oft verlieren, wie man will. Was heißt oft? Einmal verlieren reicht. Ihr müsst nicht mehrmals verlieren, einmal reicht. Allein schon, weil, wie ihr seht, wir kriegen nicht noch Punkte. Wir sollen einfach nur so lange durchhalten, wie wir es können. Und das ist auch das, was ich machen werde. Ich werde jetzt einfach so lange kämpfen, bis ich K.O. gehe. Das sollte reichen, denke ich auch. Ich denke mal, hier rein. Klonk! Gut. Yeah. Und die Schildkröte macht da Headbanging nach vorne, so wie Hühnchen. Kurz Moment habe ich gedacht, ich hätte nicht Zorn. Also als wir hier angefangen haben, da habe ich das Gefühl gehabt, wir hätten nicht Zorn, aber schauen wir doch. Habe ich 5 Schlachtpunkte gehabt? 5? Wow. Und haben wir einen Frosch. Alter. Einmal warten, bis er mich wieder haut und dann volle Kanne auf ihn drauf. Na komm. Mach was, Frosch. Tu was. Jawohl. Er hat mich entfroscht. Ich habe gekontert und ihn dann umgebracht. Ah, herrlich. Naja, gut. Kriegen wir halt doch ein bisschen Kampfpunkte. Prinzipiell trotzdem egal. Aber wenn es so weitergeht, dann heißt der Part, werde ich in der Kampfarena überleben oder werde ich sterben? Sowas halt. Wobei ich eigentlich nicht mal hier wirklich gewinnen wollte. Ursprünglich. Eigentlich sollte ich auch hier nicht gewinnen können, denn so wie ich jetzt ausgerüstet bin. Also wirklich nur so wie ich ausgerüstet bin, weniger im Allgemeinen. Im Allgemeinen müsste ich gewinnen können, aber die müssten dann auch mal was dafür machen. Ich glaube, ich werde mich einfach von diesem Pinguin umbringen lassen. Das geht dann schneller. Erreicht nicht unmöglich. Also konnte Aeris den dann erreichen, in einem Kampf, den ich zufällig mal gehabt habe, macht keinen Sinn. Ja, ich lasse es jetzt laufen, denn, ja, wie gesagt, es bringt mir nichts, glaube ich. Ich meine, dafür bekomme ich gar nichts, oder? Ja, da hau ich drauf, ist in Ordnung. Ich bin aber der Meinung, es bringt mir nichts. Na, ich habe ja noch knapp 4,5 Minuten Zeit. Ha. Oh ja, sicher. Das wäre völlig in Ordnung, wenn ich, keine Ahnung, Beta dabei hätte. So, ja, okay. Wisst ihr, das ist der Punkt, wo ich jetzt sage, nee, dann lasse ich mich die Wald verrecken. Dann meine ich mal mit. Ja. Ja. Es sei denn, sie hauen mich so sehr zu Klump, dass ich noch mein... Nein, nicht mein Limit, noch mein Limit. Was denke ich denn jetzt gerade? Ekstase? Ich glaube. Ich habe zumindest nicht an Trunks gedacht aus Final Fantasy 9. Mein zweitliebstes Final Fantasy, wenn ich schon dabei bin, aber naja. Nein, nur noch 9 HP. Was bringt mich um? Die Schlangen? Ne, das Gift. So, wir möchten leben.
weniger die Schlangen, mehr das Gift. War das alles? Na, versprochenes Versprechen. Ja, versprochenes Versprechen. Los, nimm's dir. Schussobjekt, Schusssteine ein. Yay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich habe Muckis. Okay, Leute. Das ist also der Schlüsselstein, das, worauf wir in diesem Video prinzipiell hingearbeitet haben, abgesehen von Limits. Gehe ich noch ein bisschen weiter, ich hatte noch ein bisschen Zeit. Station Square. Erinnert mich ein bisschen an, Sonic Adventures. Welcome to Space in the PlayStation Square. Was ist los? Verzeihung, mein Herr. Was hast du sie? Nee, das ist dumm, ja. Es tut mir leid. Die Trambahn ist momentan nicht funktionstüchtig. Und? Es tut mir wirklich leid. Ich fürchte, du wirst erst gehen können, wenn sie wieder repariert ist. Bedoing, 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 bedoing. Hallo, was ist los? Oh je, aber sowas passiert schon mal. Das baut mich jetzt nicht auf. Stimmt, wir übernachten im Hotel, da kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ihm. Bedoing, 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 bedoing und wieder weg. Ich lasse dich wissen, sobald die Reparaturen abgeschlossen sind. Nicht unbedingt erfreulich für uns. Aber so ist das nun mal in diesem Spiel. Sonst haben wir nicht die Gelegenheit, so zusammen zu sein, ha? Cloud, wie wär's? Kannst du uns erzählen, was bisher geschehen ist? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich war nämlich nicht von Anfang an dabei. Ja, ich stimme dafür. Gute Idee. Ich bin schon von Anfang an hier und ich weiß noch immer nicht, was hier so abgeht. Cloud, was zur Hölle geht hier ab? Komm, sag schon. Wollen wir eine Zusammenfassung geben? Ich denke nicht. Wer den Plot bis hier nicht verstanden hat, sollte sich einfach nochmal die restlichen Videos ansehen, die in der Playlist vorgeordnet sind. Ich bin müde. Jetzt müssen wir nur schlafen. Du bist noch jung. Hör auf zu meckern. Puh. Wir gehen Sephiroth hinterher. Sephiroth sucht wohl das Weiße Land. Okay, doch eine Zusammenfassung. Was soll's? Das Weiße Land? Ein Land voller Makro-Energie. Das glauben zumindest die Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Setras kehren ins Weiße Land zurück. Ein Land, das endloses Glück verspricht. Setra? Ist das eine Krankheit? So nennt sich das alte Volk. Hey, hast du dem Alten am Cosmo Canyon nicht zugehört? Dumpfbacke! Du weißt nicht, wo das Weiße Land des alten Volkes ist. Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach. Das ist das Weiße Land. Aeris, fühlst du es auch? Ich glaube schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das Weiße Land sucht? Stimmt das? Ja, und er sucht noch etwas anderes. Die schwarze Substanz. Ich habe von dir gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Substanz sucht. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzen Umhang und Zahlentätowieren gibt es? Du weißt natürlich, meine Tätowierung ist die Nummer 13. Nun gut, Leute. Für mehr habe ich jetzt auch keine Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.